Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Just Sound Car HiFi. Diesmal mit einer Frage, die uns auch immer wieder erreicht. Und zwar, ich habe einen Woofer, der hat mehr als einen Anschluss, und zwar einen Doppelschwinger. Wie schließe ich den optimal an meine Endstufe an, beziehungsweise welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Ich habe jetzt hier einen Comp D von Kicker 2014er Lineup. Das ist jetzt mal hier exemplarisch. Der hat hier einen Anschluss plus minus auf der einen Seite, Schwingspule 1. Und Schwingspule 2 plus minus auf der anderen Seite. Also, wie verschalte ich das jetzt optimalerweise? Ich habe hier mal zwei Verschaltungen vorbereitet, und zwar exemplarisch an einem Kicker Comp RT. Das ist dann die flache Variante von Kicker. Und zwar hier ist es die Reihenschaltung der beiden Widerstände bzw. der beiden Schwingspulen. Und zwar geht ihr hin und habt ein einzelnes Kabel hier und geht von der vom Minuspol auf der einen Seite, also von der einen Schwingspule auf den Pluspol der anderen Schwingspule, einfach nur miteinander verbinden, fertig. An die Endstufe geht ihr dann mit eurem ganz normalen zweiadrigen Kabel einfach mit den beiden Anschlüssen, die noch frei sind. Das heißt, einfach anschließen hier, habt das ja exemplarisch mal gemacht, und damit ist die Reihenschaltung auch schon fertig. Aus 2x2 Ohm, wenn ihr also einen D2-Woofer habt, wird dann 1x4 Ohm. Wenn ihr einen D4-Woofer habt, wird daraus 1x8 Ohm, was im KFI-Bereich jetzt meistens nicht so ganz sinnvoll ist, weil dann die Endstufe weniger Leistung abgibt. Die zweite Variante, das ist dann die Parallelschaltung der beiden Widerstände. Das ist quasi genauso einfach. Ihr geht einfach hin und geht von dem Pluspol auf der einen Seite auf den Pluspol der anderen Seite, dieses Kabel, und das Ganze auch dann nochmal mit dem schwarzen Anschluss, also mit dem Masseanschluss, Minusanschluss, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Ihr könnt auch ein zweiadriges Kabel nehmen und auf einer Seite entlang führen, je nachdem, wie es am einfachsten für euch ist. Und dann geht ihr an die Endstufe, einfach sucht ihr euch eins von den beiden Terminals aus, was besser liegt, und klemmt da dieses Kabel noch mit bei und geht dann an eure Endstufe dran. Das Ganze ist dann die ganz einfache Parallelschaltung von zwei Widerständen, von zwei Schwingspulen. Aus 2x2 Ohm wird dann 1x1 Ohm für einen Monoblock zum Beispiel. Und aus 2x4 Ohm wird dann 1x2 Ohm. Da gibt es zum Beispiel einige Zweikanal-Endstufen, die damit ganz gut zurechtkommen. Oder auch der ein oder andere Monoblock, der an 2 Ohm seine optimale Leistung abgibt. Wie ihr das Ganze dann an die Endstufe anschließt, wie ihr die Endstufe einstellt und so weiter und so fort, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Und wenn ihr weitere Fragen habt zur Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen oder dem Anschluss von einem Woofer, also hier das Ganze hier mehrfach, also ihr wollt mehrere Woofer parallel betreiben, schreibt uns eine E-Mail an support@just-sound.de, hinterlasst hier eine Nachricht auf dem YouTube-Kanal. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren würdet. Dafür gibt es bei Google bzw. bei YouTube einen eigenen Button. Also fleißig draufklicken und bis demnächst. Ciao!